So. Apropos Effekte auf 0 setzen. Ja, nochmal gucken. Um es eine Ecke zu haben. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Weil, guck mal, also Zähigkeit würde ich natürlich alles leveln. Da können wir eigentlich auch ein paar Supermuscheln draufsetzen. Weil das kann ja nicht ganz gut. Und dann schnellere Ulti. Das könnte man ja dann auch. Also das Knusper-Kostüm, ich glaube, das kriegt man sogar so gar nicht. Weil die Sachen, die könnten wir dann halt auf jeden Fall hochleveln. Und guck mal, hier sind ja auch nochmal zwei. Eins. Entschuldigung. Hier auch. Das könnte man auch nochmal. Die Fragmente runterballern. Ja. Guck mal, wie wenig Schuhe wir damit haben. Schon heftig. Ja, kann man ja gucken. So ist. Ah. Jo. Jo. Jetzt saß er natürlich gerade auf seinem Turm und hat Ruhe gegeben. Ja, gut. Klassiker. Oh. Der Hops, ja, der ist im Rio. Hallo. Kann mir was bestellen. So. Nee, ich habe gerade schon gesagt, also bei Katzen finde ich das immer so kompliziert, weil jede Katze ist da so eigen mit. Vom Verhalten, von auch Spielen und... Ach, keine Ahnung. Bestimmt kommt irgendwie raus, keine Ahnung, dass der rauchen will oder sowas. Du musst rauchen. So, hab einen Raum auf. Achso, hab ich schon drin. Ja. Ja, ja, ich mette. Zumindest auch ultimativer Familie-Fan plus 1 überhaupt. Mhm. Ich habe keine Bombe. Ja, aber dann werde ich das, glaube ich, demnächst einfach mal probieren, wenn er wieder rumdenkert. Ja, mach das mal. Berichte dann. Ja, vielleicht ist das ja die Sache, die da möchte, irgendwie in andere Räumlichkeiten besuchen. Hm. Der Jesse macht das nicht so oft, also zwischen, ich glaube so einmal am Tag mittlerweile doch. Ja, aber ich muss auch sagen, ich gehe mit dem meist auch runter zu der Familie. Dann setzt er sich da so ein bisschen hin, kontrolliert einmal alles, ob da alles okay ist. Ja, aber andere Katzen machen das ja auch nicht. Ja gut, die Maul. Das will die auch alle mauen. Die heißt eigentlich anders, aber immer wenn man die ansieht, macht die Mau! So ganz laut und ganz hoch. Deswegen ist es die Mau. Hey, ich hab zwei erwischt. Die haben Assist bekommen. Ich glaube, die haben gerade 50.000 Raketen abbekommen. Gut so. Irgendwie Bock, ein Zelda-Teil zu zocken. Von eben. Ich hab so lange schon Bock auf Twilight Princess. Vielleicht mach ich das die Bock. Ich muss erst das Soundproblem hier lösen. Das ist alles so dumpf klingt. Wie klinge ich eigentlich bei dir mit dem Mikrofon? Geht das? Ja, gestern hast du ein bisschen anders geklungen, aber an sich, so geht's eigentlich. Okay. Vielleicht hat sich das doch nochmal umgestellt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt daran, wie das Zimmer hier ist. Keine Ahnung. Also seitdem ich das umgestellt habe. Oh, da oben war ein Gegner, ja. Lass okay. Ja, lasst euch alle von ihm killen. Hä? Wo denn? Ja, irgendwo ist er jetzt gerade durchgerannt. Deshalb war er ja da oben. Aber wenn das du ihn ja weggefächert, weggewischt. Weggesplattet, geplättet. Kann der Käse mal aufhören, mich bis hinter die Wand zu treffen mit diesen kleinen Schüssen? Ich denke mal, Schienpistole. Mettpistole. Oh,
komm schon, vierter Gegner spawnen. Hey, die springen aber auch immer sofort zu irgendjemand anderes, den sie mir flüssiger ist. Nein, Freunde, nee, das war nicht gut, Freunde. Das war absolut scheiße von euch, ey. Ja. Ja. Klasse. Richtig gut. Richtig dumm, Alter. Ach, jetzt hat er wieder den beschissenen Krebs. Ich kann nichts. Naja, geil. Geil. Das war zum Glück. Ihr könnt auch was machen, liebes Team. Nö. Okay. Warum da gibt's mal auch keinen Win. Nö. Nö. Ich glaube, ich nehme mal wieder diesen Fächerfärber. Ida Tanz. Ida Tanz. Ida Tanz. Was? Ja. Ist der wieder in oder was? Sind so viele benutzen? Ist ja eklig. Nein, nein, nein. Sowas ist doch nicht mehr in. Wie viele Katalogstufen einfach heute und gestern. Hierzu kam, bin schon 44. Du bist bestimmt schon 144. Fast, fast. Ja, sie mettet. Ja. Die Woche ist bei mir eigentlich auch ganz entspannt. Ich muss morgen einmal zur Post. Ich muss noch so einen Comic abgeben. Ich hatte mit jemandem Comics getauscht. Und meins muss ich noch abschicken. Das mache ich morgen. Ja. Und dann kommt da der Betreuer vorbei. Der kommt am Donnerstag. Ja. Ja, und am Freitag halt wieder die Therapie-Dings. Am Wochenende habe ich, glaube ich. Ja, bei mir. Ja. Ja, zieh ruhig erstmal. Nö, das war's eigentlich schon. Ich glaube, sonst war. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass am Wochenende noch was war, aber ich glaube. Ja, Müll wird nächste Woche geholt. Das habe ich gedacht. Oder? Ja. Bei dem, wo ich Hilfe bekomme, da hatte ich vor ein paar Wochen den vorerst letzten Termin gehabt. Also, wir haben einen neuen Termin gemacht, allerdings erst bis nächsten Monat. Mhm. Ja. Vielleicht muss ich da schon bald nicht mehr hin. Ja. Was mich auch freut, weil den Gehweg da kann man sich auch sparen. In Anführungszeichen. Hier und da die Erkenntnisse mitgenommen, hoffentlich, die ich so haben wollte. Ja, das klingt doch gut. Brownie heißt der eine Typ. Aber ja. Ja, mein Bruder, der hat jetzt auch so was, aber da wurde eigentlich nichts drin. Ja, gut. Das ist so schön. Bei meiner Mutter genauso. Ja. Besonders sie geht da hin, hat dann so den ersten richtigen Termin und sagt dann so, ja, ich will da eigentlich nicht mehr hin, aber ich muss da hin. Ich so, ja, dann sag ihm doch, dass das nichts für dich ist. Und dann guckt sie, ja, das kann ich ja auch nicht. Ich so, ja, aber das ist ja, wird ja dann nur noch schlimmer. So, dann hilfst du ja keinen. Das ist ja das Wichtigste, Bescheid zu sagen, wenn das nichts bringt. Boah, nö. Ach, Freunde. Ach, Freunde. Da kill ich einen schon richtig cool und dann krieg ich die coole Kugel in den Nacken geworfen. Ja, das ist doch schön. Gut, kein einziges Team ist mein Gesicht, ey. Ja. Das ist ja auch nochmal eine geile Szene, wo er sich aufregt, einen Händedruck zu bekommen, wobei er selbst Spongebob nur einen kaputten Stein geschenkt wird. Ja, das stimmt. Hab ich ja noch nie drüber nachgedacht. So ein bisschen fies. Spongebob, bist du da drin? Und den Händedruck besser. Ja, also diese Scout-Bombe ist schon manchmal echt geil. Ja, ich fand die bei Splatoon 2 habe ich die sehr gerne gemacht. Zusammen mit dieser Ensa besonders.
weiß man immer sofort, wo die Gegner sind, also so ziemlich mettig. Also du meinst doch die Robobombe, ne? Das ist nicht die Sword-Bombe, du meinst hier die ja, hier, womit man halt immer sofort weiß, wo der Gegner ist. Ich meine, du siehst ja, wo da die ganze Zeit die Gegner markiert sind. Ah, du meinst diese Granate. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst dieses Feld da, was da erscheint, ne? Ja, das finde ich auch cool. Finde ich auch sehr, sehr nett. Jawohl. Und das hier mit den Raketen finde ich halt auch immer ganz geil, muss ich sagen, weil dann sehe ich auch was. Hey, ich glaube, ich bin das erste Mal gestorben. Ja, nochmal ein. Also auch hier kill ich richtig gut Gegner, aber ich mache nicht so viele Punkte. Mhm. Ist eigentlich egal, wie ich spiele, ey. Alles random. Ja, sieht doch scheiße aus. Ich habe nur Gegner gemettet. Und du auch. Wahnsinn. Sweet. Ja, der Benzurio meint vorhin auch, der ist halt auch dieselbe Fraktion wie wir. Also auch Familie, und der meint halt auch, es läuft richtig dreckig. Ja, dann werden wir das nicht gewinnen. Nö. Wir können ja noch bis 17 Uhr spielen und danach ein bisschen Madrun spielen. Ja. Solange bis einmal der Große kommt, und dann mache ich, glaube ich, Feierabend. Ja, bin ich dabei. Das war immer so geil, dass eigentlich fast immer bei uns das Splatfest auch auf YouTube dann endet, wenn wir die Madrun machen. Jo. Man, ja, es hat halt die ganze Zeit wie Revierkampf. Im Grunde genommen ist da nichts Großes bei. Nee, eigentlich nicht. Und wir haben halt den höchsten Rang, deswegen ist da noch weniger als nichts bei. Ah, okay. Na, ich weiß nicht, ich fand auch die. Also bei Splatoon 2 fand ich das ja schon immer richtig beschissen, wie dann die Matches gebalanced sind. Und ich finde das irgendwie Teil 3 noch viel schlechter gemacht. Bei Splatoon 2 hat sich das immer so angefühlt, als würde dann halt alle Punkte egal sein, so. Und die berechnen halt, wie gut man ist, komplett neu. Aber irgendwie am zweiten Tag hat sich das mal stabilisiert. Und hier ist es einfach egal. Ja, wow! Zwei Player im Team. Und, wie sehen die aus? Ja, Standardkleidung an. Wahnsinn. Da, ich will gleich bitte immer aus der Runde raus, weil ich sehen möchte, wie weit die mit der Spielzeit sind. Habe ich einfach mal Bock drauf. Oh, ey, wir haben eine andere Map. Ja, stimmt eigentlich. Es gibt ja auch noch eine andere Map. Die kam wieder etwas verspätet. Was geht denn los? Ich habe irgendwas gescoutet da drüben. Ja, hat irgendwas getroffen, aber leider nicht gekillt. Muss beenden. Ja, lass ich komm doch gar nicht nach vorne, ey. Wie sieht die Winzer los für Player? Ja, hab einen. Und jetzt hat der mich noch mit Verzögerung gekillt. Dankeschön, Spiel. Ja, musst du nicht treffen, ist okay. Sehr schön. Jetzt ist mal gestorben. Ich hatte letztens einen, wo da habe ich wegen der Spielzeit. Ja, da habe ich wegen der Spielzeit geguckt. Und dann stand dort, ja, hat das Spiel vor so und so vielen Stunden gestartet. Also hat die Person noch nicht mal eine Stunde oder so Spielzeit gehabt. Wo man auch dachte, ja. Yo. Jemand, der schon 400 Stunden oder so hat? Ich glaube, du hast übrigens 600 fast schon durch.
müsstest du eigentlich schon haben, glaube ich. Ich treffe ihn die ganze Zeit. Der Rand trifft mich bis in der Rand. Ist das nicht schön, ey? Jetzt die Blubbel. Jetzt die Blubbel. Einfach reinschießen. Geil. Geil. Jetzt hat mich sogar der Bluffbomber gekillt. War einfach überall im Gegner, wo ich bin. Und den habe ich nicht gekillt. Ja, das war ja vorhersehbar. Ist doch gut. Ab noch einen. Also die ganze Zeit kriegt man irgendjemand. Das ist so lustig, ey. Ich glaube, ich habe bis jetzt fast einen habe ich vielleicht gekillt. Jetzt hochkommen. Hab einen, hab zwei. Ach du Scheiße. Ja, das bringt ja auch eine Menge, wenn du das Schutzschild machst. Ich finde doch. Ein paar Raketen. Mehr kann ich nicht machen. Ja, Wahnsinn. So, einmal raus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Drei, 1238 Punkte. Ja. 0 zu 8 und 0 zu 9. Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann schauen wir doch mal. Beliebt bei Freunden, Senrio hat Avatar gespielt. Nach Nutzern suchen mit denen gespielt worden. So. Einmal den Senrio blockieren. Ach ja, meine Blockliste ist ja voll. So. Ja, der eine hat 41 Minuten gespielt. Ja, und der andere 22. Wahnsinn. Ehrlich. Und mit solchen Leuten kommen wir zu zweit im Match. Zu zweit. Einer ist ja schon frech. Aber zwei. Das geht überhaupt nicht klar. Die haben das Spiel ja gerade eben gestartet und das erste Match gemacht. Das ist ja nach dem Tutorial. Und es liegt ja auch nicht an den Spielern. Das ist ja das... Hier, der eine hatte 65 Stunden. Ja gut, der hat 180. Der hat 2510. Also da kann man ja auch nicht sagen, dass der Splatoon spielt. Ich glaube, der lässt das einfach laufen. Ja, und Senrio hat 660. Und wie viel hat der Bars? Null. No. 400 habe ich jetzt. No. So, Gruppe ist auf. Ja, macht ja wieder richtig Bock hier. So, was gibt's denn bei euch heute zu essen? Oder was gab's? Kido-Schnitzel. Oh. Und Rotlol, Kohl, Lol. Diesmal aus der Tüte, weil aus dem Glas war die letzten Mal echt eklig. Und auch nicht so, wie ich es kenne. Mhm. Weiß nicht, was die damit angestellt haben. Ja, die ändern ja heutzutage viel um. Und entweder Reis, Kartoffeln oder Nudeln halt noch dazu. Ja, doch gut. Oder Matt. Und was macht der Bas sich? Ganz klassisch. Matt. Ich hab voll Bock Matt. Auf eine TK-Pizza. Nee. Ich hab jetzt auch schon länger keine gehabt. Ich hatte gestern habe ich mir noch. Ich hatte noch diesen Auflauf gehabt und wollte dann am Abend mir einfach Brötchen machen. Und da habe ich mir so gedacht, ja, machst du aber noch irgendwie was anderes auf dem Brötchen drauf. Heute hatte ich auch so Kartellchen drauf gehabt. So, Veggie-Frikadellen mit Ketchup-Füllung. Fand aber voll lecker. Ich hatte letztens dieselben schon mit Senf. Ja, und dann habe ich die auf jeden Fall, genau, dann wollte ich mir so Nuggets machen, so Veggie-Nuggets.
Und dann habe ich halt mir so gedacht, weil ich habe die Kühltruhe aufgemacht und sind da Pommes. Und ich habe mal Pommes geholt, weil ich keinen Bock hatte, die immer selber zu machen. Weil dauert halt sehr lang. Ja, dauert sehr lang, dauert halt doppelt so lange. Bin mir gerade Frau. Ja, und dann habe ich mir ein paar Pommes mal im Ofen gemacht. Aber ja, im Ofen Pommes schmecken halt immer so wabbelig. Wabbelig. Aber es war trotzdem gut. Ich will mal so ein, wie heißt das hier, Heißluftgefüße holen. Da werden die ein bisschen kurz. Ja, dadurch wird es manchmal besser, manchmal aber auch nicht, also geht so. Ja, aber dann müsste ich nicht jedes Mal den Ofen anmachen und ich weiß nicht. Ich mag's, also die Fritteuse, die benutze ich gar nicht mehr von mir, weil das einfach nur noch fettig ist. Also war schon immer, aber ich merke das halt immer mehr. Und weiß ich nicht. Oh, ich hab das nicht nötig. Und wieder alle Teammates. Du guckst so gut unterwegs. Ich bin in der Mitte. Ja. Ich hab ja nur eine halbe Stunde da vorne gekämpft. Braucht man nicht. Ja, Wahnsinn. Den mit dem Schirm. Sehr schön. Ja, toll. Der Typ kann auch machen, was er will. Nee, kannst du nicht gewinnen. Also glaube ich nicht, dass wir das gewinnen. Aber eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Ja gut, die färben das, was ich bei denen gefärbt habe, nicht wieder um. Also. Jawohl, jetzt kommen die wieder raus. Ja, und jetzt färben die um. Jetzt, ja, wir haben verloren. Wahnsinn. Ja, wieder ein Pro-Like. Alle zum Schluss sterben. Obwohl, die haben bei sich nichts gefärbt. Jo! Lol. Richtig, richtig dumm. Jo, sollen wir dann hier noch einmal als Pause machen, dann können wir gleich den Matchrun machen. Ja, können wir auch jetzt machen, wenn du willst. Jo. Ich hätte sonst gesagt, noch bis 17 Uhr. Also, oder sollen wir noch eine Runde? Wir sollen noch eine Runde spielen. Macht ja keinen Unterschied. Ja, dann machen wir noch eine. Na gut, dann nur noch eine. Geht schon wieder als Effekt Tintentoleranz. Ja, klar. Ich bin noch einmal gestorben. Oh nein, nicht wieder dieselben. Ah, und jetzt wechselt er zum Bogen. Nein, 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 nein. Sag mal so, wir haben jetzt gewonnen, weil die Gegner doof waren. Und noch blöder können die Teammates eh nicht werden, also. Ist, also, ich sag mal so, es wird nicht besser, auch wenn wir jetzt wieder rausgegangen wären. Es wird nicht matchiger. Ja, nur jetzt sieht man... Wenn jetzt sowieso als letztes Match noch ein Disco-Deck kommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ist eh egal. Wir sind hier ultimativ, genau. Und der eine ist normal und der andere glorreich. Also, dann liegt das da auch nicht an den... Also, wie funktioniert hier dieses Matchmaking? Ich verstehe das nicht. So wie alles bei der Nintendo. Random, alles random. Alles überall Zufallsgenerator reingeklatscht. Wenn sie so etwas überhaupt reingeklatscht haben. Oder einfach nur gegen die Wand geklatscht, kann man ja auch sagen. So wie den Online-Mode. Der Online-Mode? Welcher Online-Mode? Wie mit den Servern, geil. Server von Nintendo sind Schmutz. Ich hab's gehört. Ja?
Ah, komm! Wieso macht der nichts? Wieso färbt der Sachen eigentlich schon eingefärbt? Aber der Ulti ausgeführt. Die Explosion ist gekommen. Und bei meiner Explosion bin ich gestorben. Ja, auch hat schön. Man doch ein Schild. Ja, hätte ich schon. Irgendwie nicht. Ich nehme nicht. Wieder da hinstellen müssen. Ja, wir sind nach vorne. Ach komm! Leck mich! Ja. Danke. Danke fürs Bescheid sagen. Danke. Der heißt. Achso. Junge, mach doch was! Ja, also die Petra kann man gleich da melden. Absolut nichts am Machen. Wirklich nicht. Steht da einfach nur die ganze Zeit rum. Noch ein. Okay, bin auch tot. Geht gut nur. Jupp, der Gegner ist mit einer Heil-Ulti durchgekommen bei uns. Ja, und noch so eine Coolkugel. Ja, komm. Ja. Aber die eine Ulti gerade von mir. Ich habe selbst nicht verstanden, wie ich sie gekillt habe, aber einen Double-Kill damit gemacht. So dumm, die Ulti. Ich verstehe die Ultis alle nicht. Alle mettig fertig. Alles alle. Ui, noch eine Artikart. Juhu. Eine Mettkart. Jo. Ja, dann gucke ich nochmal. So. Warte mal. Mein Mädchen und ich wollten später noch einen Film gucken, deswegen werde ich jetzt erstmal gleich nachfragen, wie lange der denn geht und dann entscheide ich, wie lange und ob ich gleich dann noch mache. Ist mir gerade mal so in den Sinn gekommen. Ach so, ja, dann oder so machen wir es. Ja. Ja, jedenfalls jetzt Pause und danach sage ich dann Bescheid. Alles klar, dann machen wir Pause. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, jo. Okay. Ah.